Hallo und willkommen hier zu Kolossalen Kräfte, die Kollektion mit den schillernden, also nicht schillernden eigentlich, aber mit den Regenbogen-Ho-Oh hier. Und noch zwei schimmernde Pokémon, Lugia und Celebi, sowie ein Pikachu und jede Menge schimmernde Legenden-Booster-Packs. Und das werden wir jetzt öffnen. Schauen wir mal, wie wir das am besten aufkriegen. Okay. So, das ist mal offen. Hier sieht man es nochmal. Das wunderschöne Regenbogen-Ho-Oh. Dann öffnen wir hier das Plastikzeug mal. Nehmen die Riesen-Ho-Oh-Karte. Wirklich schön. Mit der Attacke Läuterfeuer. Diese Attacke fügt ein Pokémon eines Gegners 50 Schadenspunkte zu und wendet Schwäche und Resistenz nicht an. Ja, das ist logisch, so wie immer. Der zweite Angriff ist Phönixbrand mit 180. Ist gar nicht so schlecht eigentlich. Diese Attacke kann Phönixbrand bei des nächsten Zuges nicht einsetzen. Das ist dann wieder der Nachteil. Die GX-Attacke ist ewige Flamme. GX legt eine beliebige Kombination aus drei Feuer-Pokémon GX oder Feuer-Pokémon X aus deinem Ablagestapel auf deine Bank. Das ist auch nicht so schlecht. Man kann sie einfach wieder recyceln, die guten Karten, was man braucht. Und hier ist es nochmal als so eine Karte zum Spielen. Legen wir sie da hinten hin. Dann haben wir hier noch ein schimmerndes Celebi. Mit der Fähigkeit Zeitraffer. Jedes deiner entwickelten Pokémon kann die Attacken aus den vorangegangenen Entwicklungen verwenden. Ist meistens nicht so gut, aber man weiß es nicht. Manchmal sind die Attacken wirklich besser von den Vorentwicklungen. Dann schimmerndes Lugia. Das ist ziemlich cool. Einfach normal. Man kann da Doppelenergie und so einfach dran setzen. Der erste eine silberne Flügel ist, wenn das aktive Pokémon das gegen seine Fähigkeit hat, fügt diese Attacke 60 Schadenspunkte mehr zu. Also 120 für 3 Energie. Das ist sehr viel eigentlich. Aerograph mit 130 und lege eine Energie von diesem Pokémon auf den Ablagestapel. Ist einfach nur um 10 mehr und dann kann man schon das nächste da einsetzen, wenn man eine weglegen muss. Dann haben wir hier Pikachu. Einen sehr süßen Artwork hier auf dem Strand. Und diese schönen Bläschen da. Schimmernden Dinger da. Und mit der Angriff Donnerwelle wirft eine Münze bei Kopf ist das aktive Pokémon. Das Gegner ist paralysiert, ist jetzt nicht so gut. Und Elektroball mit 3 Energie. 50 Schaden, auch jetzt nicht so der Bringer. Aber das sind ja nur die Promokarten. Oh, ich sehe da, dass da noch was anderes Cooles dabei ist. Und zwar eine, das ist jetzt ein bisschen riesig, schimmernden Legenden Poster mit allen schimmernden Pokémon hier drauf. Ein Volcanion, Genesect, ein Rayquaza, Arceus, Celebi, Lugia, Ho-Oh. Mew und Jirachi. So, wenn ich das jetzt noch wissen würde, wie das nochmal zusammengeht. Okay. Legen wir das mal weg. Dann haben wir hier jede Menge Booster Packs. 8, um genau zu sagen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und hier sind sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir beginnen dann einfach mal mit einem. Natürlich gibt es dann wieder einen Online-Code. Irgendwann zwischendrin oder am Schluss. Mal schauen. So. Öffnen wir das. Dann gehen wir da kurz weg. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Zack, zack. Mit einem Bisasam starten wir. Dann ein Quirtle. Ein Bisaknosp. Okay. Ein Baldorfisch. Ein Knilz, eine Feenenergie, ein Bojelin, ein Irokex, ein Golgantes, eine Energie. Okay, ziemlich cool eigentlich. Und echt, ein schimmerndes Mew. Gleich als erstes, ein schimmerndes Mew. Das ist heftig. Die Karte ist auch ziemlich viel wert.
Holy Moly, Tony Moly, Paroni Tony. Okay, ein schimmerndes Mew. Legen wir es hier einfach hin. Das ist mal wirklich cool. Das erste Boosterpack und schon ein schimmerndes Mew. Das ist heftig. Okay, zweites Boosterpack mit einem Genesect vorne am Cover. So, dann hier 1, 2, 3, 4. Mit einem Voltoball beginnen wir. Mit einem Tyrokrak kommt es weiter mit der Fähigkeit Steilsprung. Okay, dann Zurukex, Mizunder, Plusle, Feuerenergie, nochmal ein Golgantis, ein Pokémon-Fänger, ein Cleopatra, ein Raikou und ein Shaymin. Das war jetzt nicht so der Bringer, aber immerhin. Shaymin ist jetzt nicht so selten. Dann haben wir hier das Boosterpack mit Mewtwo oben. Das wäre natürlich auch noch was, wenn Mewtwo da irgendwie noch dabei wäre. Gut. Dann 1, 2, 3, 4. Ein Zoroark. Ziemlich niedlich eigentlich. Mit dem Zoroark da auch noch drauf. Dann ein Flammiau. Ein Baldorfisch. Nochmal ein Knilz. Ein Golbit. Eine Energie. Arbok mit der Fähigkeit einschüchterndes Muster macht 30 Schadenspunkte weniger. Ist auch nicht so schlecht eigentlich. Pokémon Züchterin. Lilly, zweimal Unterstützer da. Nur dreimal Unterstützer. Okay, Tali. Und. Ja! Schimmerndes Genesect mit Energie nachladen. Einmal während des Zuges kannst du eine Pflanzenenergie von eins einer anderen Pokémon auf dieses Pokémon verschieben. Und mit Gaia Blaster. Diese Attacke fügt 20 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der an dieses Pokémon Pflanzenenergie zu. Und das in Kombination mit Bisaflor. Braucht er nur zwei Energie, hat insgesamt dann eigentlich fast vier Energie drauf. Da kriegt dann 40 Schadenspunkte mehr. Ah nein, nicht 40, warte, 80 mehr und 50 sind 100. 30 Schadenspunkte für 2 Energie. Nur muss halt Bisasflor noch da sein. Und außerdem kann er Energie nachladen. Er kann sich einfach Energie holen. Das ist. Die Karte wollte ich haben. Die habe ich jetzt auch. Und das ist wirklich cool. Und zwar ein schimmerndes Mew. Ein schimmerndes Genesect. Was wird da noch wohl kommen? Das ist wirklich heftig. Shaymin, du musst jetzt Platz machen. Weil die dürfen da vor dem Ho-Oh stehen. Okay. Wow. Okay. Dann hier ein schimmerndes Rayquaza Booster. Okay, weil ihr so cool seid und ich gleich schon Glück habe, hier ein Online-Code. Ich hoffe, jetzt hat er's. Einmal schimmernde Legenden für euch. So, dann kommen wir zu den Karten. 1, 2, 3, 4. Da-da-da. So, ein Flunschlick. Ein Karpilz. Das ist eigentlich auch ziemlich cool, diese Winterschlafsporen, weil er muss zwei Münzen machen. Eine Rettern, ein Golbit, ein Voltoball, eine Feuerenergie, nochmal ein Bodelin, ein Tausch, okay, eine Verkrümmungsenergie. Gut, ist nicht so schlecht, dann ein Fililo, okay, das Artwort kenne ich noch gar nicht. Gut, und ein Viridium mit Windhülle und Langspieß. Ja. Haut sich ein bisschen schnell mit Energie ein bisschen zu. Ist nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Aber immerhin, zwei schimmernde Pokémon hier. Genesect und Mew. Machen wir hier da gleich weiter. Vielleicht bringt es Glück. Ein schönes Genesect Booster. So. Okay. Drehen wir es um. 1, 2, 3, 4. Da, 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 ba, ba, da, dick, dick. Nochmal ein Karpilz, ein Flammiau, ein Ignivor. Es schaut so putzig eigentlich aus, aber irgendwie auch voll gestört. Okay, nochmal ein Fililo, ein Tyrakrok, eine Wasserenergie, ein Tausch, ein Tali, ein Superball. Okay, kann man immer gut brauchen. Mizunder und ein Reshiram mit Wutanfall und sengender Atem.
Okay, das ist nicht so gut. Kann nichts, einfach nicht angreifen, nicht nur diese Attacke, aber okay. Legen wir hier dazu, zu den anderen drei. So, wir haben noch drei Booster Packs. Mal schauen, was hier noch drin ist. Hier dann noch ein Wasser oben drauf. So, dann. 1, 2, 3, 4. Okay, legen wir die mal da weg. Nochmal ein Karpils. Nochmal ein Rettern. Ein Golbit. Ein Voltoball. Ein Tyrakrok. Eine Blitzenergie. Ein Tausch. Ein Bisaflor. Hier ist die Fähigkeit Dschungelherrschaft. Jeder an deine Pokémon angelegte Pflanzenbasisenergie liefert zwei Pflanzenenergie. Du kannst immer nur jeweils eine Fähigkeit Dschungelherrschaft einsetzen. Und Solarstrahl, zwei Pflanzen, zwei normal, ist mit 90 Angriff. Ist halt Phase 2, aber die Fähigkeit ist extrem heftig. Am besten mit Dschungel, nicht mit Dschungel, mit Sonderbonbon machen. Dann ist natürlich am schnellsten. Dann Arbok, eine Verkrümmungsenergie. Nochmal, nur nicht in Common. Und ein Manaphy mit Segen der Tiefsee kann einfach, so wie diese Feldzauberkarte, ein Wasser-Pokémon mit einer, kann, egal eigentlich, egal welches Pokémon mit einer Wasserenergiekarte, 20 Schadenspunkte heilen. Nicht so schlecht. Hier. So, zwei Booster Packs sind es noch. Mal schauen, was es ist. Jetzt ist nochmal da Regaser-Cover. So, dann 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir hier ein Barmelin, ein Zurokex, ein Voltoball, ein Rattan, ein Pikachu mit den süßen Regenbogen hier hinten, Pflanzenenergie. Pokémon-Züchterin. Ein Elektroball mit Sternschauer. Braucht nur eine Energie, macht 60 Schaden. Ist jetzt nicht so schlecht eigentlich. Superball. Ein Minun. Und ein Entei-GX. Nicht schlecht. Habe ich zwar schon, aber nochmal. Schade nicht. Auch wenn die Attacken jetzt nicht so gut sind. Tapferer Brand. 150, okay, das macht sie vielleicht gut, da die GX-Attacke. Und Feuerzahn mit Verbrennen dazwischen auch noch. Okay, ist auch nicht so schlecht. Legen wir hier das Anti-GX einfach hier hinter die zwei Schimmernden. Und jetzt kommt das letzte Booster Pack. Mal schauen, was hier noch für uns drinnen ist. Ich hoffe, was Gutes. So, dann da ist die letzte. Ist hier nochmal eine Geek, eine, nicht eine Geekkarte, eine Codekarte. Schimmernde Legenden. So. Ich hoffe, ihr habt das jetzt alle. Ja, okay. Dann hier 1, 2, 3, 4. Dam, pam. So, ein Rattan. Ein Karpils nochmal. Ein Voltoball. Ein Flammiau. Ein Phililo. Feuerenergiekarte, Energiezugewinn, Cleopatra, eine Ramot mit heißer Wirbelfähigkeit. Kann man einfach ein gegnerisches Pokémon tauschen. Nicht so schlecht eigentlich als Fähigkeit. Dann ein, oh, Palkia. Mit Spiralsauger und Aquaklinge. Das Artwork ist eigentlich ziemlich cool. Und ein Raikou. Ein Raikou ist jetzt nicht so der Bringer. Aber immerhin, immerhin haben wir hier, schauen wir uns mal das an, die nicht so, ich sag mal, guten, immer des Auges Betrachters, kommt das drauf an. Dann hier mal ein Raikou mit Donnerbrüllen, Stromball. Dann Manaphy, Fähigkeitssegen der Tiefsee. Ein Reshiram mit Segen der Atem, alles Segen irgendwie. Dann Viridium, Langspieß. Und Shaymin, Aufholjagd oder großes Flattern. Dann kommen wir zu den ziemlich guten Karten hier. Nochmal die Promokarten. Da ist Pikachu. Dann. Oh, links. Ja.
Das schimmernde Lugia, nicht so schlecht eigentlich. Dann schimmerndes Celebi. Das Ho-Oh GX, schon allein wegen dieser Karte ist, macht sich's bezahlt, dieses Set hier zu holen. Dann Entei GX. So wie das schimmernde Mew. Wirklich cool. Und das schimmernde Genesect. Das ist, was ich wollte. Wirklich extrem heftig. Gut. Das war's. Und demnächst wird dann auch noch was anderes kommen. Über schimmernde Legenden. Einfach abonnieren. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und verpasst nicht das nächste Video, wenn es geht um schimmernde Legenden. Auf der Jagd von Mewtwo. Das wäre natürlich cool. Oder noch ein schimmerndes Genesect. Das wäre natürlich für mich persönlich gesehen noch besser. Weil ich das einfach haben will. Aber das Mewtwo würde ich mir natürlich auch nicht entgehen lassen. Okay, dann einfach bis zum nächsten Mal.